Am 8. März ist Weltfrauentag und ich dachte mir, ich nehme das mal zum Anlass, mich mit einem Thema zu beschäftigen, das ich schon irgendwie ganz lange vorhabe. Und zwar, wie das deutsche Steuerrecht Frauen systematisch benachteiligt. Hi, mein Name ist Melcher von der Kontist Steuerberatung und grundsätzlich klingt es irgendwie erstmal absurd, wenn ich dem deutschen Steuerrecht vorwerfe, dass es sexistisch ist. Ehrlicherweise habe ich auch nicht so wahnsinnig viel erwartet, als ich in die Richtung recherchiert habe. Es gab schon so ein paar Sachen, die mir so als Laie erstmal komisch vorkam, aber als ich mich näher mit dem Thema beschäftigt habe, gab es schon einige Dinge, wo ich mich gefragt habe, wie kann das eigentlich im Jahr 2023 noch so ungerecht sein? Und in diesem Video zeige ich dir mal 5 Beispiele, wie Frauen in Deutschland vom deutschen Steuerrecht benachteiligt werden. Das erste Beispiel sind die Steuerformulare, also entweder bei Elster Online oder aber tatsächlich so diese Papierformulare. Da gibt's Ausfüllhilfen und das ist jetzt noch kein großes Ding, aber ich lese euch einfach mal so eine Ausfüllhilfe vor und da steht, Herr Muster ist Metallbauer, er heißt mit Vornamen Heribert und wohnt zusammen mit seiner Ehefrau Hannelore in Köln. Die haben geheiratet 1990, Frau Muster ist 1969 geboren, sie arbeitet in der Nähe ihrer Wohnung das ganze Jahr über halbtags als Pflegekraft. Das Ganze ist jetzt noch nicht so wahnsinnig schlimm, aber trotzdem habe ich mich, als ich das gelesen habe, gefragt, warum ist denn jetzt bei dem Beispiel der Mann der Hauptverdiener und die Frau, ja, die verdient maximal halbtags, also die darf irgendwie offensichtlich keinen Vollzeitjob haben. Das klassische Rollenbild wird hier zumindest durch die Ausfüllhilfe von der Steuererklärung eher unterstützt. Und dann kommt noch dazu, dass der Hauptvordruck der Einkommensteuererklärung natürlich 2 Ehepartner oder 2 Lebenspartner vorsieht. Und seitdem die Homo-Ehe in Deutschland erlaubt ist, steht da auch nicht mehr Mann und Frau, sondern Partner A und Partner B. So weit, so gut. Allerdings ist es tatsächlich so, dass der Mann immer der Erste ist und die Frau immer die Zweite ist. Klingt absurd, ist aber tatsächlich so. Vor einiger Zeit hat ein Blogbeitrag die Runde gemacht, weil das System in Hamburg mal abgestürzt ist, weil eine Frau das andersrum ausgefüllt hat. Und zwar ein Ehepaar, da hat die Frau einfach die Steuererklärung gemacht und hat sich selbst als Erstes reingeschrieben, weil sie halt die Steuererklärung macht. Vielleicht ist sie auch die Hauptverdienerin, ist ja vollkommen fein. Sie hat sich einfach als Erstes reingeschrieben. Damit ist das System im Finanzamt aber nicht klargekommen. Da gibt es einen ganz spannenden Artikel in der Süddeutschen Zeitung, den verlinke ich dir auch unten mal in der Videobeschreibung. Du kannst da also gerne mal vorbeischauen und die Geschichte durchlesen. In der Einkommensteuererklärung ist bei einer Ehe also der Mann immer, ja, ich würde mal sagen, das hauptsächliche Familienmitglied und die Frau so der Anhang. Und zu dem ganzen Thema gibt es auch ein paar Statements. So hat zum Beispiel der Pressestelle der Finanzbehörde Hamburg dazu gesagt, sofern eine direkte Korrespondenz zwischen dem steuerpflichtigen Haushalt und einem Sachbearbeiter zustande kommt, besteht hier die Möglichkeit, Ansprache entsprechend zu individualisieren. Das heißt, wenn man persönlichen Kontakt hat mit einem Sachbearbeiter, dann kann man das auch irgendwie umändern. Dann darf auch die Frau die erste Person sein und der Mann der zweite. Oder aber halt Mann, Mann oder Frau, Frau oder wie auch immer. Das heißt, dann kann man das anpassen. Im Massenverfahren, also wenn beispielsweise automatisch ohne weiteres Einwirken eines zuständigen Bearbeiters ein Steuerbescheid versandt wird, wird Person A immer automatisch als Herr und Person B immer automatisch als Frau angesprochen werden. So ist das in der Einstellung. Das heißt, so ist die Software von der Steuererklärung. Grundsätzlich ist der Mann immer die erste Person und die Frau immer die zweite Person. Außerdem hat sich Lisa Paus dazu geäußert. Lisa Paus ist die Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Das heißt, es ist genau ihr Bereich, Familien, Frauen und so weiter. Genau das ist ihr Thema und die hat zu dem ganzen Thema Steuerformulare oder IT-Infrastruktur der Finanzbehörden einmal gesagt, in Zeiten von Gleichberechtigung, Ehe für alle und drittem Geschlecht braucht das ganze IT-System der Finanzämter dringend ein Update. Die veralteten Steuerformulare sind bezeichnend dafür, wie tief sich die Logik des Patriarchats in die Strukturen unseres Systems eingebrannt hat. Die Zahlen zeigen, dass dies für viele Menschen im Alltag ein Problem ist. Allein jede 5. Frau könnte mittlerweile von diesem technischen Problem betroffen sein. Dazu kommen noch weitere Fälle bei gleichgeschlechtlichen Partnerschaften und Menschen des dritten Geschlechts. Das heißt, diese Tatsache, dass der Mann immer an 1 steht und die Frau immer an 2 steht, ist tatsächlich ein grundsätzliches, tiefes, technisches Problem, was gar nicht so einfach zu lösen ist. Frau Paus spricht hier von jeder 5. Frau, die von diesem Fehler betroffen ist. Wie kommt sie auf jedes 5.? Naja, bei Zusammenveranlagung. Das heißt, wenn Ehepartner zusammen eine Steuererklärung abgeben, dann ist in jedem 5. Fall die Frau die Hauptverdienerin. Das heißt, in jedem 5. Fall verdient die Frau mehr. Auch das ist mal so eine Tatsache, die man durchaus auch mal hinterfragen kann. Warum verdienen eigentlich nur 20% der Frauen in einer Ehe mehr als der Mann?
Mann und in 80% verdient der Mann mehr. Aber es ist auch in diesen 20%, wo die Frau die Hauptverdienerin ist, trotzdem so, dass sie immer als zweites genannt wird. Das Finanzministerium hat sich dazu übrigens auch geäußert und das Finanzministerium kennt die ganze Problematik. Die sagen zu dem ganzen Thema nämlich, durch die Schaffung der IT-technischen Voraussetzungen soll künftig eine gendergerechte Gestaltung der Steuererklärungsvordrucke und Steuerbescheide ermöglicht werden. Das heißt, das Finanzministerium weiß, dass es da ein Problem gibt. Das Ganze ist aber relativ aufwendig. Das Finanzministerium wollte das Ganze lösen bis 2021. Naja, und ich gucke mir die Formulare für 2022 an und sehe, nee, bis heute hat sich noch nichts geändert. Das nächste Beispiel, also das zweite Beispiel, wo Frauen durchaus ein Problem mit dem deutschen Steuerrecht haben, sind die Lohnsteuerklassen. Und zwar ganz speziell die Steuerklassen 3 und 5. Vielleicht weißt du es, in Deutschland haben wir mehrere Steuerklassen. Wenn du alleinstehend, Single und so weiter bist, dann bist du Steuerklasse 1. Und anhand von diesen Steuerklassen wird quasi deine Lohnsteuer festgesetzt. Das heißt, die Steuerabzüge in deiner Gehaltsabrechnung. Und wenn du verheiratet bist, dann hast du die Möglichkeit, bestimmte Konstellationen zu wählen. Zum Beispiel 4-4, das entspricht eigentlich genauso, als wenn du Single alleinstehend wärst. Also 4 entspricht mehr oder weniger der Steuerklasse 1. Was aber ganz viele Ehepaare machen, ist, dass sie die Kombination Steuerklasse 3 und Steuerklasse 5 wählen. Das Ganze ergibt immer dann Sinn, wenn man in der Ehe unterschiedlich hohe Einkommen haben. Denn Steuerklasse 3 sorgt dafür, dass die Lohnsteuerabzüge geringer sind. Das heißt, bei Steuerklasse 3 hat man weniger Lohnsteuerabzüge und dafür mehr Netto. Und das ergibt natürlich Sinn bei dem Besserverdiener, weil man da dann natürlich weniger Abzüge hat und prozentual insgesamt mehr Geld hat. Damit man das machen kann, muss der andere Ehepartner die Steuerklasse 5 wählen und hat dann entsprechend einen höheren prozentualen Abzug bei der Steuer und auch entsprechend weniger Netto. Soweit so gut, könnte man da jetzt sagen. Grundsätzlich ist es so, dass das Familieneinkommen dadurch optimiert wird. Das heißt, insgesamt gibt es dadurch tatsächlich netto mehr für diese Familie. Wenn wir jetzt aber die Individuen in einer Familie, in einer Ehe betrachten, dann ist es natürlich so, dass wir Verdiener 1 und Verdiener 2 haben. Und da gibt es eine Lohndifferenz, eine Gehaltsdifferenz. Und die wird durch diese steuerliche Regelung, also durch die Steuerklassen 3 und 5, verstärkt. Weil der Besserverdiener hat dann auch noch weniger Abzüge. Und die Person, die weniger verdient, hat von dem geringen Gehalt dann auch noch mal mehr Abzüge und noch weniger Netto. Und jetzt stellt sich die Frage, wer ist in Deutschland denn tendenziell eher Besserverdiener und wer tendenziell weniger Verdiener? Ich werde euch nicht überraschen, wenn ich sage, wir haben in Deutschland Gender Pay Gap. Frauen verdienen im Durchschnitt 18% weniger als Männer. Das ist erstmal so der pauschale Durchschnitt. Aber wie sieht das ganz konkret in Ehepaaren aus? Die Zahlen habe ich eben schon gesagt. Das Finanzministerium schätzt, dass es in Deutschland 12,6 Millionen Ehepaare gibt, die zusammen eine Steuererklärung abgeben. Und in diesen 12,6 Millionen Ehepaaren, die eine Zusammenveranlagung wählen, gibt es 2,5 Millionen Ehepaare, wo die Frau mehr verdient als der Mann. Und dementsprechend 10,1 Millionen Ehepaare, wo der Mann mehr verdient. Und dann können wir uns mal überlegen, wer standardmäßig wohl die Steuerklasse 3 und wer wohl standardmäßig die Steuerklasse 5 hat. Ich möchte hier jetzt nicht sagen, dass das Steuerrecht pauschal hier die Ungerechtigkeit verursacht. Die Ungerechtigkeit ist, dass es diese Gehaltsunterschiede gibt. Allerdings, das Steuerrecht arbeitet auch nicht dagegen. Es verstärkt diesen Faktor eigentlich noch und sorgt dafür, dass die Frauen, die schon weniger brutto verdienen, am Ende netto noch mal weniger übrig haben. Dabei würde es für diese Problematik sogar eine Lösung geben. Die gibt es tatsächlich auch schon. Und zwar heißt die Steuerklasse 4 mit Faktorverfahren. Die ist aber einfach nicht bekannt. Von allen verheirateten Ehepaaren in Deutschland nutzen nicht mal 1% die Steuerklasse 4 mit Faktorverfahren. Und diese Steuerklasse 4 mit Faktorverfahren sorgt dafür, dass die sozialen Abgaben und die Steuerabgaben gerechter verteilt sind. Zu dem ganzen Thema Steuerklasse 4 mit Faktorverfahren habe ich dir unten in der Video Beschreibe auch nochmal einen Artikel verlinkt. Schau da gerne einmal vorbei und falls du verheiratet sein solltest, überlege dir, ob das nicht vielleicht die fairere Aufteilung sein sollte bei euch. Das dritte Beispiel, wo Frauen regelmäßig benachteiligt sind und was ich persönlich auch wirklich einfach nicht nachvollziehbar finde, wie das sein kann, sind Lohnersatzleistungen bzw. Sozialversicherungen. Wir alle zahlen ja irgendwie Sozialversicherung und haben im Gegensatz Anspruch auf eine Leistung daraus. Und diese Beiträge zu der Sozialversicherung, da ist die Bemessungsgrundlage immer das Bruttogehalt, also beispielsweise bei der Arbeitslosenversicherung. Allerdings ist bei Auszahlungen von Lohnersatzleistungen die Bemessungsgrundlage ganz häufig nicht das Bruttogehalt, sondern das Nettogehalt.
Und das ist wahnsinnig ungerecht. Man muss sich das nur mal vorstellen. Bei der Zahlung der Beiträge ist das Bruttogehalt die Bemessungsgrundlage. Bei dem Erhalt der Leistungen ist es aber das Nettogehalt. Bei der Arbeitslosenversicherung ist es tatsächlich so, das wird anhand des Bruttogehalts berechnet. Aber zum Beispiel das Kurzarbeitergeld oder aber auch das Elterngeld, das wird berechnet anhand des letzten Nettogehaltes. Aber was haben wir gerade im zweiten Beispiel gelernt? Naja, wenn du in einer Ehe bist, weniger verdienst als dein Ehepartner, dann in der Steuerklasse 5 bist, dann wirst du nochmal richtig nach unten gezogen mit deinem Nettogehalt. Und das sind häufig Frauen. Das bedeutet, Frauen bekommen zum Beispiel erheblich weniger Kurzarbeitergeld. Und das ist gerade auffällig gewesen in der Corona-Krise. Wenn man da von einem Gehalt von 2000 Euro brutto gerechnet hat, dann war das Kurzarbeitergeld schon bei einem Unterschied von 289 Euro. Also 15% vom Bruttogehalt gab es weniger für die Person, die Steuerklasse 5 hatte. Und das gleiche gilt analog zum Beispiel auch fürs Elterngeld. Das vierte Beispiel, wo es Frauen in Deutschland mit dem Steuerrecht schwierig haben, ist das Ehegattensplitting. Wir haben jetzt über die Steuerklassen gesprochen, aber wenn man einmal im Jahr eine Steuererklärung macht, dann kann man sich dazu entscheiden, zusammen eine Steuererklärung abzugeben. Dafür muss man wissen, dass wir in Deutschland einen progressiven Einkommensteuertarif haben. Das heißt, der Steuersatz für die Einkommensteuer startet bei 0%. Und zwar in dem Grundfreibetrag. Da zahlt man gar keine Einkommensteuer. Und dann steigt die Einkommensteuer Stück für Stück bei 1% und so weiter, irgendwann bis zu 45%. Das heißt, in Deutschland zahlen wir grundsätzlich mehr Steuern, also auch prozentual mehr Steuern, je mehr wir verdienen. Familien oder genauer gesagt Ehepartner haben da grundsätzlich einen Vorteil in Deutschland, weil die können zusammen eine Steuererklärung abgeben und dann wird bei der Zusammenveranlagung Folgendes gemacht. Man rechnet beide Einkommen zusammen, man teilt das Ganze dann durch 2, dann berechnet man auf die Hälfte die Steuer und verdoppelt dann diese Steuer. Klingt wahnsinnig kompliziert, unterm Strich führt das dazu, dass Familien oder genauer gesagt Ehepaare unterm Strich weniger Steuern zahlen und zwar gemeinsam weniger zahlen. Der Effekt, also die Steuerersparnis bei dieser Zusammenveranlagung ist größer, je höher die Einkommensunterschiede sind. Weil gehen wir mal davon aus, dass beide Paare 50.000 Euro im Jahr Einkommen haben, dann wird da gar nichts gespart, weil dann rechnet man das zusammen, 100.000 Euro, man rechnet das Ganze einmal durch 2, 50.000 Euro, rechnet die Steuer aus, rechnet dann die Steuer mal 2, keine Ersparnis. Wenn wir jetzt aber davon ausgehen, dass beide Paare immer noch 100.000 Euro verdienen, allerdings verdient ein Ehepartner gar nichts und der andere 100.000 Euro, dann wird richtig Steuern gespart, denn der Partner, der gar nichts verdient, der hat zum Beispiel seinen Grundfreibetrag und der kann dann quasi von dem anderen mitgenutzt werden. Und auch die niedrig versteuerten Einkommen, die kann quasi der Ehepartner dadurch mitbenutzen. Und wozu führt das Ganze am Ende oder was wird mit diesem Gesetz incentiviert? Naja, dass die Einkommensunterschiede möglichst groß sind. Weil das ist steuerlich zumindest attraktiv. Und was sollten wir eigentlich versuchen? Dass die Gehaltsunterschiede in Deutschland nicht so groß sind. Das heißt, hier wird genau das Gegenteil incentiviert als das, was wir eigentlich erreichen wollen. Kommen wir zum fünften Beispiel, wo Frauen es in Deutschland mit dem Steuerrecht schwieriger haben als Männer. Wir haben bisher sehr viel über die Einkommensteuer gesprochen, eine gemeinsame Veranlagung und so weiter. Das heißt, da spart am Ende meistens der Besserverdiener davon, dass die Ehepartnerin weniger verdient. So ist das zumindest statistisch, dass der Mann ganz häufig davon profitiert, dass die Frau weniger verdient und dadurch Steuerfreibeträge nicht komplett ausnutzt und so weiter. Doch schauen wir uns mal eine andere Steuerart an, und zwar die Umsatzsteuer oder aber auch umgangssprachlich als Mehrwertsteuer bezeichnet. Denn wir wissen jetzt, wir haben Gehaltsunterschiede und das Ganze wird sogar noch sehr stark unterstützt durch das Steuerrecht. Und dann haben wir jetzt noch die Umsatzsteuer. Das zahlt ja jeder irgendwie gleich. Also jeder geht ja einkaufen und auf den Kassenbons und den Rechnungen ist ja Mehrwertsteuer. Doch ist das wirklich so? Ich habe vor einiger Zeit mal ein Video aufgenommen, das verlinke ich dir gerne oben rechts. In diesem Video habe ich gezeigt, welche Steuerart bei welcher Einkommensklasse wie stark quasi die Leute belastet. Es ist nämlich nicht so, dass die Leute, die ganz wenig verdienen, genauso stark mit Einkommensteuer belastet werden, wie die ganz viel verdienen. Und genauso ist das auch bei der Mehrwertsteuer oder der Umsatzsteuer. Bei der Umsatzsteuer ist es nämlich andersrum und auch bei allen anderen indirekten Steuern. Da ist das nämlich so, dass je weniger du verdienst, desto mehr und stärker bist du von Mehrwertsteuer oder Umsatzsteuer belastet. Das heißt, die Geringverdiener zahlen prozentual viel, viel mehr indirekte Steuer und Umsatzsteuer. Und das Ganze ist natürlich grundsätzlich ein Problem, wenn wir uns die Einkommensverteilung in Deutschland anschauen. Aber schauen wir uns doch mal die Einkommensverteilung zwischen Männern und Frauen an.
Auch hier kommen wir wieder zu dem Punkt, Frauen verdienen durchschnittlich weniger und zahlen deswegen prozentual auch mehr Mehrwertsteuer als Männer. Kommen wir nach diesen Beispielen mal zum Fazit. Ich muss persönlich sagen, ich habe kein Beispiel gefunden, wo ich ein Beispiel für sich genommen so ungerecht finde, dass ich sage, das geht ja überhaupt gar nicht. Ich möchte an dieser Stelle aber auch sagen, ich gehöre ja zu den Privilegierteren. Auch ich bin verheiratet, auch ich mache mit meiner Frau zusammen eine Steuererklärung. Deswegen möchte ich mir darüber eigentlich auch kein Urteil erlauben. Was aber auch ich finde, ist, dass in Summe dieser Punkte ist das einfach zu viel. Man merkt, dass das Steuerrecht einfach nicht Gleichberechtigung fördert. Das Steuerrecht verstärkt systematisch Unterschiede, die es gibt. Und ich muss ehrlicherweise sagen, vom Gesetzgeber und auch vom Steuerrecht erwarte ich, dass Ungleichheiten abgebaut und nicht aufgebaut werden. Und das schafft das Steuerrecht absolut nicht. Und jetzt mag es vielleicht auch einige geben, die sagen, naja, so schlimm ist das Ganze nicht, weil am Ende kann man sich beispielsweise in einer Ehe ja auch immer anders einigen. Man kann die Steuersparnis ja zusammenpacken und wenn die ganzen Einkommen sowieso auf ein Konto landen, dann ist das Ganze ja gar nicht so schlimm. Das mag absolut sein, dass einzelne Ehepaare für sich eine faire und gerechte Lösung gefunden haben. Was ich aber nicht in Ordnung finde, ist, dass der Gesetzgeber nicht gegen diese Ungerechtigkeit kämpft, sondern sie eher durch die Verwaltung und durch die Steuergesetze verstärkt. Und da bin ich der Meinung, dass es einen aktiven Einsatz braucht, diese Ungleichbehandlung zu beseitigen. Zum Abschluss dieses Videos noch einen etwas persönlicheren Punkt. Und zwar veröffentlichen wir seit ungefähr 2 Jahren hier fleißig Videos. Ich glaube, wir müssten so irgendwie bei 300, 400 Videos in 2 Jahren auf diesem Kanal sein. Und meistens bin ich irgendwie so dieser Kasper vor der Kamera, aber das ganze Team hinter der Kamera ist schwerpunktmäßig weiblich. Und dieses Team wird auch dafür sorgen, dass wir in den nächsten Wochen und Monaten viele Videos haben. Wir haben einiges vorproduziert, aber ich verabschiede mich mehr oder weniger damit, nämlich in Elternzeit, weil meine Frau jetzt die Hauptverdienerin ist. Wir sehen uns im nächsten Video. Wie gesagt, wir haben einiges vorbereitet. Ich möchte aber natürlich am Ende auch nochmal uns vorstellen. Wir sind spezialisierte Online-Steuerberater für Freiberufler und Selbstständige. Und falls du selbstständig sein solltest und Hilfe bei deiner Buchhaltung und deiner Steuererklärung brauchst, dann schau dir unbedingt einmal an, was meine lieben Kolleginnen und Kollegen für dich erledigen können. Und zwar erfährst du das alles, wenn du einmal hier klickst oder schau dir einfach eins unserer vielen weiteren Videos an, zum Beispiel das hier oder das hier.